Und da sind wir wieder. Hallihallo, ein herzliches Willkommen. Hier ist euer Gino mit dem weiteren Let's Play von Amnesia The Dark Descent. Wir hatten beim letzten Mal ein wenig Probleme mit der Aufnahme. Das Ende ist irgendwie ein bisschen einfach zack und weg war ich. Das tut mir wirklich leid. Da ist ein kleines Problem aufgetreten. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Wir haben auch einiges erlebt gehabt in der Folge und da muss man mir das hoch anrechnen, da ich überhaupt noch da sitzen geblieben bin und überhaupt noch was gemacht habe. Ne? Aber egal. Wir machen einfach weiter bei der Stelle, wo wir aufgehört haben. Ich habe auch gar nichts weiter gemacht. Leider ist aber uns. Wir sind während dem Brief ja im Prinzip disconnected und dann war es schon Ende. Deswegen. Den Brief können wir gerne noch lesen, wenn ihr wollt, aber ich würde es lieber lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind immer noch in dem Raum, genau die gleiche Stelle, genau die gleiche Position sogar. Ja, und wir machen einfach mal weiter, denke ich. Okay, wir sind doch nicht da. Was ist denn hier los? Ja, wir sind aber sowieso nicht weit gegangen. Wir waren hier drin. Hier, genau. Hier war dann der Brief. Oh, der ist sogar noch da. Und dann muss ich ihn doch lesen, oder... Egal, für euch. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinen treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerteste Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich, wie der Helidromus es im Hortus Consulusus beschrieben hat. Es war so, wie es erzählt wurde, ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hand auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben. Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte, als ich endlich die Höhle fand. Ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtigste Entdeckung meines Lebens, aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdische Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen, und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht und ich setzte meine Flucht fort. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blauschimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlosen Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom aufkommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie. Okay.
Okay, Entschuldigung. Als Schmerzen und Angst mich überkam, ich flieg keuchend zu Boden. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde meilenweit über die Alpen hinweg bis zu einem grasbedecktes Feld hinter Genau getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen, aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald hörte. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den mystischen Kugeln. Und mir wurde bewusst, dass ich dir die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Mein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. So, ein langer, langer Brief. Und für mich immer wieder ein Grauen, da ich im Lesen nicht so, ne, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Peinlich, peinlich, aber egal, sage ich dazu nur. Wir laufen hier entlang. Oh, da ist was. Was ist denn das? Oh. Oh, oh, oh. Was war denn das jetzt? Fensterscheiben werden als Raum zusammengehalten. Kai? Aha. Sowas macht man also heutzutage, hä? Oh, Leute. Nee, oder? Moment. Ah, okay. Tierexperimente. Canis lupus familiaris. 12. April 1658. Nach einer kurzen Studie ist klar geworden, dass die Gemütsregungen des Menschen auch im Hund gefunden werden kann. Furcht und Schmerz verursachen Stress, der eine innere Reaktion auszulösen scheint. Die dem Tier schließlich eine immense Kraft gibt. Ich glaube, diese Reaktion wird im Gehirn verursacht. Es ist schwer zu sagen, was genau es ist und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem. Beim Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss diesen Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es müssen mehr Experimente durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendige Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihr Gefühl von Terror steigert. Aha, du krankes Schwein, du. Was machst du nur mit uns? Let's see what you have to offer. Ah, what a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Meine Güte, was macht der da, der Typ? Wow! Sowas hebt man heutzutage auf, hä? Ja. Manche haben Kondome, manche Dildos. Der hebt halt mal kurz hier Knochen in seinem Schreibtisch auf, ne? Ja. Ja. So, weg. Und weg. So, aha. Hündchen. Aber, was mich vorhin interessiert hat, das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Oh, das wollte ich nicht. Oder nehmen wir hier den Stuhl, der ist besser. Hier stand, wird nur von einem... Aha! Aha! Sieht das schon wieder ganz anders aus hier, ne? Okay, aber ich will hier jetzt auch nicht weiter... Gehen wir mal da lang. Oh, okay. Wahrscheinlich müssen wir sogar jetzt dort raus. Ja, das machen wir jetzt einfach. Okay. Ich springe einfach mal dort rüber und meine Güte,
wollen die blöden Viecher nur von mir? Was habe ich an mir? Bin ich so anziehend? Oh. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nicht zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Okay, das ist... Was? Was? Someone's coming, das... Das, ja. Meint er mich, dass ich komme, oder... Meint er mich... Mit was an? Ja, okay. Wenn der... Okay. Anleitung Aufzugsmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, bau mit dem Dampfmotordruck auf, bevor du ihn in die Maschinerie einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity-Dampfanlage. 4 Phasen Amplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Okay. Muss man einen Aufzug mit den Stäben bauen. Rostöl, ja. Ich weiß auch, dass ich... Oh. Ich höre Hunde. Okay. Was hat denn der jetzt? Einige Schnittwunden, ja. Ist die Lampe anmach, oder? Ja, wo müssen wir aber jetzt? Ah. Super. Und ich habe jetzt mein Öl eingesetzt. Mann. Müssen wir jetzt hier weiter? Nee. Wow, 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 wow. Oh mein Gott! Ich hasse es. Jetzt wird er da rein, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Da ist verschüttet. Halt. Falsch. Da. Okay, Moment, das... Finde den Schlüssel zu... Ja, hehe. Gute Frage, wo ist denn der Mädle? Hier. Nee. Nein, nein. Vielleicht müssen wir auch einfach... Nee. Weiter... gehen. Da gab es ja noch mehr Räume. Ist ja nicht so, dass der einzigste Raum war. Ja. Haben wir das schon aufgemacht gehabt? Ja, doch. Nee. Da ja die Aufnahme unterbrochen war. Ne? Okay. Also bis jetzt, außer dass da draußen ein bisschen abging, ne, die Bäume einfach umkippen, war noch nichts so Interessantes, nichts Spannendes, nichts Düsteres. Nichts an Angst einflößen. Oh, was ist jetzt los? Daniel, was ist los mit dir? Daniel! Nee. Ja, jetzt gehen wir einfach mal ins Gästezimmer, ne? Und schauen mal, was da so los ist. Drin. Geh nicht mehr drauf.
rauben mir noch irgendwann den Verstand. Nee. Oh, doch, da ist was drin. Da ist was drin. 2. July 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Aha. Dann mach dir mal Sorgen, mein Freund, ne? Könnt ja was passiert sein. Oh, Öl. Yay. Oh, das geht's weiter. Tür klemmt wegen eines defekten Schlosses. Schauen wir mal, was haben wir denn reingeschrieben? Das Schloss ist defekt. Finde eine andere Möglichkeit, die Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Das machen wir doch, ne? Vielleicht nehmen wir uns den ausgestopften Hasen und schmeißen. Nein. So geht's wohl nicht. Ah. Wie macht man's mit einer Brechstange? Wir sind hart. 3rd of July, 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Keine Ahnung. Hallo. Daniel. What? Still having nightmares, I see. Yes, I can't shake them. They come every night. We'll put a stop to them. You'll see. Huh. Nee. Also ich habe immer noch Albträume. Also zumindest macht das hier mehr Albträume. Für euch spiele ich es. Und ich kann nicht mehr. Naja, okay. Wir gehen weiter, ne? Hallo? Redet da jemand mit mir? Ja? Ja? Komm her, komm her. Trau dich doch, wenn du Eier hast hier. Mann, das sollte kaputt gehen. Okay, egal. Brechstange. Und. Yeah. Hey. The key. Please, let it be here. Nicht! Oh mein Gott! Tür zulassen. Nein, nein, ich mach sie nicht auf. Oh mein Gott, der wird uns umbringen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Scheiße.
Scheiße! Die Tür ist aufgegangen! Oh nein! Oh kacke, okay. Ah! Ah! Oh! Oh mein Gott! Oh nein! Oh! Okay. Oh mein Gott, es geht ja weiter. Nochmal. So, diesmal aber. Ja, na? Diesmal aber. Schön blödes Hemd hat mich da. Kommt jetzt nochmal, oder? Nicht mehr. Vielleicht ist er jetzt weg. Vor allem raste hier rein. Oh mein Gott. Hey, das gibt es einfach nicht. Ich schreck mich jedes Mal. 4. July, 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own. With wow! The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Too strange, man. Yeah. Okay. So. Aber ich habe hier immer noch keinen Schlüssel gefunden. Irgendwo muss doch dieser Schlüssel sein. Schlüssel. Schlüssel. Komm schon. Bitte. Komm schon. Ja, egal. Wir gehen weiter. Ja. Zombie hat mir sehr Angst gemacht, deswegen habe ich noch ein bisschen Pipi in der Hose, ne? Aber egal. Das mache ich erst nachher raus. Passt schon. Kugel. War das vorhin schon? Ja, doch. Ja, ich würde sagen, wir waren jetzt dort. Jetzt gehen wir mal hier lang. Waren wir hier schon? Ah, wir wollten. Wir wollten erst die andere Seite machen. Genau, so war es doch. So. Maschinenraum ist abgeschlossen. Immer noch. Das heißt, wir nehmen den Aufzug. Funktioniert nicht. Yeah. Mementos. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Das war doch im Gästeraum, oder wie? Finde den Schlüssel hier zum Maschinenraum. Finde heraus, wie man Motor startet. Ja, da müssen wir wahrscheinlich in den Maschinenraum, mein Freund, ne? Okay, nee, dann schauen wir halt nochmal. Also, ich habe jetzt dann nichts gefunden gehabt. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Ich hätte es halt vorher vielleicht lesen sollen. Los, Daniel! 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 Komm schon! Bitte! Bitte jetzt endlich da rein! Mit dem Aufzug fahren! Bitte! Okay. Ja. Dann geht's mal weiter. Ich gehe einfach mal hier rein. Und fange an hier. Warum hat sich das bewegt? Ist da eine Riesenkacke-Lacke? Ne, wir schauen jetzt nochmal, ob wir den Schlüssel finden. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Wenn ihr ihn seht, dann sagt es mir. Hahaha. Vielleicht irgendwo in einer Vase drin oder so. Kann das sein? Der muss ja hier, also. Ich vermute, das hier. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it then. That's it. Hab ich ihn, huh? Endlich. Dann gehen wir zur hinteren Halle wieder. Und jetzt gehen wir zum Aufzug. Lalalala. Ah, ja.
macht es Spaß mit euch wieder. Ich habe überhaupt keine Angst. Warum denn auch? Sind doch nur ein paar Zombies hier, die mich töten wollen. Wie schön. Okay. Ach so, ja. Wir sollten hier mal Schlüssel und so, ne? Maschinenraum. Bitte lass es hell sein. Ich weiß, es steht drauf, wenn ich schreie, wie bei der letzten Folge. Da war es ja sowieso so ultra krass wieder, aber... Ne. Komm. Komm. Bitte. Ist echt unnötig. Weiter. Mal hier rein. Oh. Druck. 5th July, 1839. Today, I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the Globus Cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Tja, warum fühlst du dich verantwortlich? Hast du irgendwas angestellt, mein Junge? Nee, ich will's nicht mehr machen. Und da war auch eins. Ah, ganz schön versteckt, aber nicht gut genug für mich. Ja. Das ist auch nicht. Mal den Druck hochschalten. Keine Ahnung. Schau mal einfach mal, was passiert. So, wieder eine Türe. Aber, da würdet ihr jetzt gerne reingucken, ha? Nee, wir stoppen hier die Folge. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder hoch. So, genau, bleib mal hier. Ja, so. Ja, genau. Wir machen hier Schluss. Ich verabschiede mich von euch. Und beim nächsten Mal werden wir herausfinden, was hinter dieser Tür steckt. Hinter Tor Nummer 1. Und hier war euer Gino vom Pixel Playground Team. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, liken. Wir freuen uns auf jeden Klick von euch. Und bis zum nächsten Mal.